Mein Name ist Ralf Kapschak, ich bin 61 Jahre alt und geboren, aufgewachsen in Witten. Ich bin eins von vier Kindern meiner Eltern. Ich bin der Erste und auch der Einzige, der zur Universität gegangen ist. Das war alles nicht ganz so einfach damals. Ich bin der Zweitälteste und ich hatte in gewisser Weise Glück, dass mein älterer Bruder nicht den Ehrgeiz hatte, eine schulisch erfolgreiche Laufbahn zu machen. Denn damals musste noch Schulgeld und es müssten die Bücher bezahlt werden. Und meine Eltern hätten wahrscheinlich nicht hinbekommen, für beide das zu finanzieren. Also bin ich zum Gymnasium gegangen und ich kann mich noch sehr gut an den ersten Tag dieser riesigen Schule erinnern, wo ich als kleiner Zehnjähriger mit meiner Tonne, also mit meinem Tornister, mit meiner Schultasche stand und nicht so richtig wusste, was da auf mich zukam. Ich kam von einer kleinen Grundschule. Ich wohne in einem Bin aufgewachsen, wohne immer noch in einem ländlichen Stadtteil. Da gab es eine Grundschule mit zwei Räumen, vier Klassen. Das heißt, in jedem Raum waren zwei Klassen. Das hat aber ganz gut funktioniert, weil die Älteren den Jüngeren auch immer ein bisschen geholfen haben. Und ja, ich bin dann zum Gymnasium gegangen, habe eine Klasse wiederholt, weil es mir so gut gefallen hat, und habe dann 1974 Abitur gemacht. Und ich habe mich dann auch gefragt, was mache ich? Ich habe während der Schulzeit ein bisschen journalistisch gearbeitet, bei der Schülerzeitung. Aber ich wollte gerne Dinge erklären können. Und da habe ich gedacht, da ist ein Studium nicht verkehrt. Dann bin ich zur Universität gegangen. Ich hatte da gar nicht so eine richtige Vorstellung, was ich genau machen will, sondern ich habe mich mal bei Politikwissenschaftlern umgeguckt, bei den Sozialwissenschaftlern, bei den Wirtschaftswissenschaftlern, bei den Publizisten. Und dann bin ich bei den Wirtschaftswissenschaftlern gelandet. Und das hat meine Schulkollegen ziemlich irritiert, mit denen ich zusammen Abitur gemacht habe, weil ich in Mathe keine große Kanone war, sondern eigentlich immer so durchgerutscht bin. Und beim wirtschaftswissenschaftlichen Studium braucht man schon ein bisschen Mathe, aber das ist mir dann relativ leicht gefallen. Und ich habe das auch ganz ordentlich zu Ende gebracht. Ja, und dann bin ich irgendwann Abgeordneter geworden. Das hätten sich meine Eltern sicherlich nicht träumen lassen und ich auch nicht. Also ich finde, jeder, der die Möglichkeit hat und der es auch schafft, sollte Abitur machen. Aber nicht jeder, der Abitur macht, muss unbedingt studieren. Aber der oder diejenigen, die gerne studieren wollen, sollen es ausprobieren. Sie sollten sich vorher informieren und nicht einfach drauf losstudieren, aber sie sollten das machen, was sie interessiert. Ich glaube, das ist das Wichtigste, um auch ein Studium erfolgreich abzuschließen und um die ja, Schwierigkeiten, die es da gibt, beim Studium, gibt es bei jedem Studium wahrscheinlich, auch zu überstehen. Man muss das machen, was einen wirklich interessiert. Und ja, man braucht sicherlich auch gute Freunde und Unterstützung, wenn es eben auch geht durchs Elternhaus. Das war bei mir auch schwierig, weil meine Eltern wollten zwar, konnten aber nicht, weil die keine hohe Schulbildung hatten, aber die haben mich einfach moralisch unterstützt. Und das ist dann mindestens so wichtig, als wenn man auch fachlich unterstützt wird.